Titel: Bekämpfung des Antisemitismus nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister Horst Seehofer. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mich zuerst beim Bundestagspräsidenten für seine Worte heute bedanken, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiges, auch geistiges Fundament für unsere Debatte heute. Ich kann ihm zustimmen, muss ihm leider zustimmen, dass der Antisemitismus in Teilen unserer Gesellschaft verankert ist, mit wachsender Bedeutung für die Sicherheitsbehörden, dass die Thematik Antisemitismus insbesondere in der rechtsextremistischen Szene ein bedeutendes Bindeglied darstellt, ebenfalls mit großen Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Und das Dritte, dass die Sicherheitslage, was den Antisemitismus, den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus angeht, in unserem Lande sehr ernst ist. Deshalb dürfen wir andere Bereiche nicht aus dem Blick verlieren. Aber ich weise seit Monaten darauf hin, dass wir eine hohe Gefährdungslage auf diesem Feld in unserem Lande haben. Das ist wichtig für unsere Debatte. Wir diskutieren nicht nur über dieses verabscheuungswürdige Verbrechen in Halle, sondern über eine Gesamtentwicklung in unserem Lande, übrigens auch mit durchaus beachtlichen internationalen Vernetzungen. Und heute möchte ich aus diesem Grunde einige Punkte nennen, insgesamt 6, wo wir in der Koalition einig sind, dass wir sie jetzt zügig angehen, nach Möglichkeit schon in der nächsten Woche. Und wo ich morgen die Innenminister der Bundesländer hier in Berlin zu Gast habe, um auch mit den Bundesländern diese Punkte zu besprechen. Und ich nehme an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auf diese Punkte verständigen, sehr, sehr hoch ist. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir nach dieser Betroffenheit, nach dieser Trauer, nach diesem Leid, diesen Worten, die wir als Politiker gebraucht haben, auch wirklich Taten folgen lassen. Das ist jetzt die Aufgabe dieser Stunde. Ich habe bereits in meiner früheren Verwendung als Ministerpräsident in Bayern immer wieder die Freude zum Ausdruck gebracht, das Glück, dass wir in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands wieder ein blühendes jüdisches Leben haben. Und das war übrigens, das kann man als gesichert heute sagen, das Hauptziel des Täters, nämlich so viele Menschen zu ermorden wie nur möglich, sein Sprachgebrauch, und so viele Juden wie möglich. Und wenn diese Tür vor der Synagoge ihn nicht daran gehindert hätte, dann hätten wir ein Blutbad erlebt. Daran kann es keinen Zweifel geben. Und weil wir wieder blühendes jüdisches Leben haben, müssen wir in meinem ersten Punkt alles Menschenmögliche tun, um jüdische Einrichtungen in Deutschland durch Polizei und durch bauliche Maßnahmen besser zu schützen, als das heute der Fall ist. Und da gefällt mir auch nicht zur Diskussion, wer ist zuständig. Natürlich sind die Länder zuständig, immer festzulegen, welche Schutzmaßnahmen wo. Aber ich möchte mich morgen bemühen, dass wir zu einer gemeinschaftlichen Aktion kommen von Bund und Ländern, um diesen Schutz zu gewährleisten.
Das Zweite ist, die Sicherheitsbehörden, die sind auch heute schon hoch motiviert und hoch qualifiziert bei der Bekämpfung der antisemitischen Straftaten und aller anderen Alltagsvorfälle, die auch abscheulich sind. Sie sind sensibel und aufmerksam, aber wir müssen sie, sowohl das Bundeskriminalamt als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, massiv organisatorisch und personell stärken. Und da bitte ich das ganze Haus, dass wir Unterstützung bei dem Haushalt bekommen, der jetzt ansteht fürs nächste Jahr. Wenn wir im Bereich, wir können ja nicht so verfahren, dass wir bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus mehr Personal und mehr Organisation einsetzen und woanders, wo auch Gefährdungen sind, deshalb Personal abbauen. Das geht nur zusätzlich. Also so wie man es oft in der Verwaltung macht, wir bauen das eine auf, indem wir das andere reduzieren, wird hier nicht möglich sein. Ich habe mich da selbst sehr, sehr reingekniet, was diese Zukunftskonzeption angeht. Wir brauchen bei der rechtsextremen Szene und ihrer Bekämpfung die gleichen Einheiten, wie wir sie beim islamistischen Terror aufgebaut haben über die Jahre. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal, ich sage hier mal von einigen hundert Stellen. Da gibt es große, große Aufgaben zusätzlich für die Behörden. Und wir werden dann mit den Bundesländern morgen darüber reden, dass auch die Bundesländer in dieser Richtung ihre Kapazitäten aufbauen und dass wir zu einer engsten Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden kommen. Die ganz große Herausforderung besteht darin, dass wir es nach jetzigem Erkenntnisstand mit frustrierten Einzeltätern zu tun haben, potenziellen Einzeltätern, die im Unterschied zu früher, da hat man eine Partei beobachtet und wenn da keine Auffälligkeiten waren, dann wurde nichts veranlasst. Heute haben wir mit frustrierten Einzeltätern zu tun, die außerhalb der Öffentlichkeit, ohne zunächst erkennbare Verbindungen zu irgendjemand, so einen Frust aufbauen, so eine Gewaltbereitschaft. Und hier durch die Sicherheitsbehörden, diesen einzelnen Personen, ihren Verbindungen in Deutschland, aber auch international sozusagen auf die Wege zu kommen, ist eine gewaltige neue Aufgabe für die Sicherheitsbehörden. Aber wenn wir glaubwürdig bleiben wollen gegenüber der Bevölkerung, müssen wir diesen schwierigen Weg gehen. Der ist anspruchsvoll. Ich war in Halle und hat ein junger Bürger in die ganze Stille hinein einen Satz gerufen, der war für mich wie ein Stich ins Herz. Ihr könnt uns nicht schützen. Und der geht mir seit dem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Kopf. Das war das Gefühl. Ich habe da Verständnis in einer Situation, wo eine ganze Stadt so aufgewühlt ist. Der hat ja richtig gewütet, der Täter, völlig unbeteiligt die Passanten geschossen, sie bedroht. Und dieser junge Mann rief, ihr könnt uns nicht beschützen. Das ist für uns alle ein Auftrag, dass dieser Satz nicht mehr notwendig ist. Und deshalb wir wollen jetzt nicht einen Polizeistaat, wir wollen starke Sicherheitsbehörden, die auf der Grundlage unseres Rechts unsere Bürger schützen. Das Dritte ist, wir brauchen eine Meldepflicht für die Anbieter im Internet. Diese Hassparolen, ich habe es in meiner ganzen politischen Laufbahn noch nie erlebt, dass in dem Fall Lübcke über eine so lange Zeit das Opfer im Internet verhöhnt wird und der Täter gefeiert wird. Das ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb brauchen wir eine Meldepflicht für die Provider, für die Anbieter. Immer dann, wenn Straftatbestände im Internet verwirklicht sind, eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt, damit diese Dinge dann auch strafrechtlich verfolgt werden können. Und die Justizministerin wird ja noch selber sprechen, aber ich bin ihr sehr dankbar, dass wir in dieser Grundhaltung übereinstimmen. Ich glaube, da können wir sehr viel erreichen. Wut, Hass
ist immer die Vorstufe zu einer Gewalttat. Und lieber Herr Garland, nachdem Sie nach mir reden, Alexander Dobrindt hat ja ein Beispiel genannt, dass wir da rumlungern. Dort, wo die Menschen um ihr Leben gefürchtet haben. Ich war in der Synagoge, wo man die Kinder und die Frauen in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat, oberhalb der Synagoge, weil man über den Bildschirm dies alles mitverfolgt hat. Ich fordere Sie einfach auf, distanzieren Sie sich von solchen Äußerungen. Wir prüfen mit Hochdruck Vereinsverbote von rechtsextremistischen Vereinen. Wir machen dies auf dem Boden des Rechtsstaates. Das heißt, wir brauchen auch die Zusammenstellung der entsprechenden Beweismittel. Aber glauben Sie mir, wann immer es möglich ist, rechtsstaatlich, werden wir solche Verbote aussprechen. Wir müssen das Waffenrecht und das Sprengstoffrecht in den Blick nehmen. Wir müssen viel stärker an jene heran, die Waffenbesitzkarten haben und gleichzeitig in rechtsextremen Vereinigungen. Und wir müssen bei Ausstellung von neuen Waffenscheinen oder Waffenbesitzkarten sehr viel stärker hinschauen, ob diese Personen in Verbindung mit rechtsextremistischen oder terroristischen Vereinigungen stehen. Es kann nicht angehen, dass ein Auto, wie in diesem Fall Halle, bis zum Dach mit Sprengmitteln beladen ist, dass ein Täter 4 verschiedene Waffen dabei hat, dass er sich in der Serie die Einzelteile der Waffen bestellt, obwohl jedes Einzelteil eine Waffenbesitzkarte voraussetzen würde nach dem geltenden Recht, und dass wir dann sagen, wir lassen alles so beim Sprengstoffrecht und beim Waffenrecht, wie es ist. Wir müssen daran. Und das Letzte. Und das Letzte in diesem Sofortpaket, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Prävention. Wir werden, das habe ich mit Frau Giffey vereinbart, dass wir uns zusammensetzen, auch mit Spezialisten auf diesem Feld aus Deutschland, auch mit den Juden. Wir haben viele Präventionsprogramme, wir führen sie auch fort. Trotzdem müssen wir auch hier schauen, sind wir da auf der Höhe der Zeit, um an diese Menschen ranzukommen, von denen ich gerade sprach und die wir in unsere demokratische Gesellschaft zurückholen. Das sind die 6 Punkte, die ich Ihnen für heute mitteilen möchte, auf dem Fundament, dass wir eine sehr ernste Lage haben, was den Rechtsextremismus in unserem Lande angeht. Das ist nicht Panikmache. Das sehen Sie durch die Entwicklung der Straftaten, das sehen Sie durch den Antisemitismus im Alltag und das sehen wir als Sicherheitsbehörden durch eine große Gewaltbereitschaft in dieser Szene und eine hohe Waffenaffinität. Ich bitte den Bundestag hier um Unterstützung. Da brauchen wir da und dort die Finanzmittel und auch die rechtlichen Änderungen. Und ich will Ihnen noch sagen, ich habe mein ganzes politisches Leben auch in den Dienst Bekämpfung von Rechtsextremismus gestellt. Als Ministerpräsident sehr dafür gesorgt, dass die Juden dort geschützt sind, aber ein blühendes Leben gedeihen kann. Ich gehörte zu den Ministerpräsidenten, die das NPD-Verbot an führender Stelle betrieben haben, weil ich mir die Beweismaterialien angeschaut habe, nämlich die Schießübungen am Wochenende auf lebende Politiker durch solche Kräfte. Das hätte für mich alleine ausgereicht, um eine Organisation zu verbieten. Und es ist eigenartig, aber es war so, ich hatte exakt an dem Tag des Anschlages in meinem Hause zu einer Antisemitismus-Konferenz eingeladen. Sie musste natürlich abgesagt werden. Und wir werden sie zeitnah nachholen. Das ist einfach eine Grundüberzeugung von mir. Das wollte ich auch dem Parlament noch mitteilen. Wir alle sollten dafür kämpfen, dass Menschen unterschiedlicher Konfession, unterschiedlichen Glaubens in diesem Lande friedlich und sicher zusammenleben können.
Wenn wir das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nicht gewährleisten können, geben wir die Grundlagen unserer freiheitlichen Grund- und Rechteordnung preis. Die Bürger, ich sagte es, erwarten, dass wir sie schützen. Und ich werde die ganze Bundesregierung alles dafür tun, dass Juden in unserem Lande ohne Bedrohung und ohne Angst leben können. Das verbirgt sich hinter dem Satz nie wieder. Nie wieder, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Alexander Gauland für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister, solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Da müssten Sie damit anfangen. Meine Damen und Herren, dass in Deutschland im Jahre 2019 Juden in ihrem Gotteshaus Todesängste ausstehen müssen, ja, da gebe ich Ihnen recht, ist ein ungeheurer Skandal. Ein Angriff auf eine Synagoge in Deutschland, das darf nicht sein. Juden müssen mit Kippa und Davidstern durch deutsche Städte laufen können, ohne dass sie beschimpft und attackiert werden. Wenn das nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, hat dieses Land sich zu fragen, ob es noch zivilisiert ist. Das müsste der Minimalkonsens sein. Wenn es aber einen Minimalkonsens gibt, dass so etwas nie wieder passieren darf, so herrscht bei der Bewertung der Ursachen jenes Amoklaufes ein gewaltiger Dissens. Für alle Parteien außer uns scheint klar zu sein, dass wir ein sogenanntes Klima geschaffen haben, in dem solche Taten möglich sind. Ich gestatte mir an dieser Stelle schon mal die Frage, wer denn das Klima geschaffen hat, das den Anschlag vom Breitscheidplatz möglich gemacht hat. Ist es nicht merkwürdig? Wenn ein Islamist tötet, werfen Sie uns vor, dass wir die Tat instrumentalisieren. Wenn ein Rechtsextremist tötet, dann sind wir diejenigen, die das Klima geschaffen haben, in dem solche Taten passieren. Wir sind praktisch immer schuld. Das müssen Sie sich mal überlegen. Es gibt aber nicht nur ein nebulöses geistiges Klima, für das wir verantwortlich sein sollen, sondern auch konkrete Zustände. Man kann nüchtern feststellen, dass es seit der Ausrufung der Willkommenskultur 2015 zu einer gewaltigen Radikalisierung und Spaltung der gesamten Gesellschaft gekommen ist. Und für diese allgemeine Radikalisierung haben jene die Ursachen gesetzt, die in einem historisch beispiellosen Akt mehr als 1,5 Millionen unserer Kultur fremder Menschen ins Land gelassen haben. Das alles mindert selbstredend in keiner Weise die Schuld des Banditen von Halle. Aber nicht wir haben die Lage zu verantworten, in welcher sich unser Land befindet. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, sich an der Wahlurne eine andere Politik zu wünschen. Das tun wir auch. Die beispiellose Hetze, mit der meine Partei in den vergangenen Tagen überzogen wurde, war der erwartbare Versuch, uns eine Mitschuld zu geben. Meine Damen und Herren, wo war Ihre spontane Mahnwache nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, als übrigens auch Juden unter den Opfern waren? Ein Jahr lang haben Sie den Opfern weder persönlich noch schriftlich kondoliert. Wo war die Mahnwache, als das jüdische Mädchen Susanna von einem sogenannten Flüchtling ermordet wurde? Und im Übrigen hielten Sie Ihre Mahnwache, Frau Bundeskanzlerin, der Berliner Synagoge, in der wenige Tage zuvor der 33-jährige Mohammed M. mit einem Messer bewaffnet einzudringen versuchte, Allahu Akbar und Fuck Israel rufen. Mohammed M. ist längst wieder auf freiem Fuß. Sie hielten Ihre Mahnwache in einer Stadt, an deren zentralen Platz zwei arabische Rapper auftreten sollten, die in ihren Liedern von der Vernichtung Israels träumen. Erst nach vielen Protesten wurde das nicht gemacht. Ich frage mal den Herrn Außenminister, gibt es einen triftigeren Grund, die Einreise zu verweigern, als die öffentliche Propaganda zur Vernichtung eines Landes?
Meine Damen und Herren, die selektive Betroffenheit erweckt den Eindruck, dass die Mahnwachen nicht jüdischen Opfern gelten, sondern eher den passenden Tätern, wenn sie politisch in den Kram passen, um sie gegen uns in Stellung zu bringen. Da machen wir bestimmt nicht mit. Wenn wir angeblich der politische Arm des Rechtsterrorismus im Parlament sind, wie das ein Staatsminister gesagt hat, dann wären Sie der politische Arm des islamistischen Terrors in diesem Land. Denn während wir angeblich nur für irgendein Klima verantwortlich sind, sind Sie für reale Zustände verantwortlich, für den Import des muslimischen Antisemitismus. Und solange diese Bundesregierung sich für dieses nicht entschuldigt, was hier gesagt worden ist und was der Bundesfinanzminister gesagt hat und was andere Mitglieder der Bundesregierung gesagt haben, bin ich nicht bereit, in irgendeiner Weise Kritik an meinem Freund Brandner zu üben. Das lassen Sie sich gesagt sein. Das Wort hat die Bundesministerin Christine Lambrecht. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr versucht, auf einige dieser kruden Ideen von eben einzugehen. Aber ich glaube, es ist der Sache nicht gerecht, wenn wir dieses weiter fortführen, dieses Schuldzuschreiben, dieses Beschimpfen. Herr Gauland, das war eines Politikers des Deutschen Bundestages nicht würdig, was hier eben abgeliefert wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht erst seit meinem Amtsantritt als Justizministerin beschäftige ich mich mit der Frage, wie man Hass und Hetze im Alltag, in Diskussionen, in den Parlamenten und auch in der digitalen Welt bekämpfen kann. Wir müssen feststellen, dass Hass und Hetze immer öfter Taten folgen, schreckliche Taten wie der Mord an Walter Lübcke und die Morde in Halle. Am letzten Dienstag haben auf Einladung des BMJV zahlreiche Betroffene, engagierte Demokratinnen und Demokraten darüber diskutiert, wie man diesen Nährboden, der sich immer weiter ausbreitet, bekämpfen, wie man ihn austrocknen kann. Und der Berliner Rabbiner Teichtal hat bei dieser Gelegenheit beschrieben, wie es sich anfühlt, als er mit seinem Sohn nach dem Gottesdienst nach Hause wollte und auf diesem Weg bespuckt, bedroht und beleidigt wurde. Die Anwesenden haben ihm dann zur Verabschiedung einen schönen Yom Kippur, ein friedliches Versöhnungsfest gewünscht. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, und es war ein bitteres Gefühl, einen Tag später von den schrecklichen Morden und Mordversuchen aus antisemitischen Gründen an diesem Versöhnungsfest in Halle zu hören. Ja, ich war und ich bin erschüttert, schockiert. Und unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Hinterbliebenen. Und ich danke bei dieser Gelegenheit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, der sehr schnell direkte Hilfe, also Edgar Franke, der direkt und sehr schnelle Unterstützung und Hilfe für die Opfer und die Hinterbliebenen organisiert hat. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, Edgar. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Betroffenheit darf uns nicht vom Handeln abhalten, vom Konsequenzen handeln, vom konsequenten Handeln. Wir haben es mit Rechtsterrorismus zu tun und aus meiner Sicht aktuell der größten Bedrohung unseres Gemeinwesens. Und gegen diese Bedrohung müssen wir auf allen Ebenen und mit aller Konsequenz vorgehen. Meine Damen und Herren, Morde wie die in Halle, die geschehen nicht im Internet. Es wäre aber naiv zu glauben, dass antisemitische und radikale Hetze im Netz nichts mit der Gewalt im realen Leben zu tun hätte. Wir müssen den Nährboden für Hass, Hetze und Gewalt austrocknen. Und schwerste Beleidigungen und Bedrohungen hinzunehmen, würde zu einer weiteren Grenzverschiebung beitragen. Wenn wir zu Recht sagen, Meinungsfreiheit hört dort auf, wo Strafrecht beginnt, dann müssen wir als Rechtsstaat das auch durchsetzen, auch im Netz, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärfen. Schon heute sind soziale Netzwerke verpflichtet, strafbare Beiträge zu sperren
oder zu löschen. Doch das reicht nicht. Wir brauchen eine Pflicht, Morddrohungen und Volksverhetzungen den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Hetzern muss klar sein, dass sie sich nicht in der Anonymität des Netzes verstecken können, dass sie mit Verfolgung rechnen müssen, dass ihnen Strafen drohen, meine Damen und Herren. Den Einwand, den ich zuweilen höre, dass ich so Strafverfolgung auf Private übertragen würde, den kann und will ich nicht stehen lassen. Meine Damen und Herren, zur Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sind auch heute schon Banken, private Banken, verpflichtet, Verdachtsmeldungen an die FIU, die Financial Intelligence Unit, weit zu melden. Und nach weiterer Prüfung dann werden diese, wenn sie strafrechtlich relevant sind, diese Vorgänge dann an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Meine Damen und Herren, was zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schon heute möglich ist, das müssen wir auch möglich machen gegen Volksverhetzung und gegen Morddrohungen. Nur so können dann nämlich die Ermittlungsbehörden auch schnell handeln, wenn ihnen die notwendigen Informationen vorliegen. Und das sind nun mal die IP-Adressen. Nur so können die realen Personen hinter den widerlichen, hinter den strafbaren Posts ermittelt werden. Und deswegen werde ich Ihnen in der nächsten Woche einen ganz konkreten Vorschlag zu dieser Verschärfung vorstellen. Meine Damen und Herren, ich werde weiter eine Strafverschärfung für Beleidigungen vorschlagen, die in sozialen Medien begangen werden. Solche Beleidigungen erreichen ein viel größeres Publikum und sind auch aufgrund der vermeintlichen Anonymität im Netz deutlich aggressiver und persönlich abwertender. Ja, meine Damen und Herren, in dieser Woche diskutieren wir schon die Verschärfung des Waffenrechts. Es ist auf der Tagesordnung im Plenum. Und die Vorschläge sind gut, aber mir gehen diese Vorschläge nicht weit genug. Unsere Waffenbehörden müssen eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz durchführen können. Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Wir dürfen nicht erst warten, bis sie sie haben und sie ihnen dann entziehen. Wir müssen vorher handeln. Und lassen Sie uns gemeinsam diese Verschärfung ins Waffenrecht dann auch aufnehmen. Meine Damen und Herren, die zahlreichen Gespräche mit Betroffenen von Hass und Hetze haben mir deutlich gemacht, dass es den Hetzern darum geht, diejenigen, die sich für Demokratie, Toleranz und unseren Rechtsstaat einsetzen, mundtot zu machen. Ich habe ganz oft den Satz gehört, dass man das nicht länger erträgt, dass man sich und seine Familie vor sowas schützt. Und dass man sein Engagement für diese Gesellschaft deshalb auch einstellt. Das dürfen wir als wehrhafte Demokratie nicht zulassen. Diese Menschen sind die Stütze unserer Gesellschaft. Und wir müssen uns solidarisch hinter sie stellen. Wir müssen aber auch entsprechend handeln. Und deswegen will ich den Paragraphen 188 StGB dahingehend präzisieren, dass auch Kommunalpolitiker davor geschützt sind, dass Verleumdung, üble Nachrede, dass diese Verschärfung des 188 in Zukunft auch für sie gilt. Wer den liest, könnte meinen, das wäre heute schon so, ist aber nicht so durch Rechtsprechung. Deswegen müssen wir nicht nur solidarisch uns erklären, sondern eben auch durch diese Verschärfung solidarisch handeln. Meine Damen und Herren, trotz vieler Vorkommnisse schrecklicher Taten in diesem Land bin ich immer noch davon überzeugt, unsere Demokratie ist wehrhaft, unser Rechtsstaat ist stark. Und lassen Sie uns deswegen keine Scheindebatten führen, sondern dafür sorgen, dass wir mit aller Konsequenz gegen die vorgehen können, die diesen Rechtsstaat angreifen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Linda Teuteberg das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wer ein Menschenleben rettet, dem wird es angerechnet, als würde er die ganze Welt retten. Und wer ein Menschenleben zu Unrecht auslöscht, dem wird es angerechnet, als hätte er die ganze Welt zerstört. Dass vielen Menschen dieses Zitat aus dem Talmud bekannt ist, in kürzerer Fassung aus dem Film Schindlers Liste, verweist auf die besondere Verantwortung, die gerade unser Land dafür hat, dass Jüdinnen und Juden in unserem Land sicher und frei leben dürfen. Und um die schändliche Auslöschung von Menschenleben geht es bei der Tat von Halle.
Und deshalb sollten wir uns heute nicht verlieren in einem Klein-Klein, in Rabulistik über Weckrufe, Alarmzeichen und Zäsuren. Denn dass Antisemitismus kein neues Thema ist, dass er ein beschämender Teil des Alltags in unserem Lande ist, das ist für uns Freie Demokraten nicht neu und nicht überraschend. Allein das beruhigt nicht, das tröstet nicht. Denn es geht nicht um einen Fleiß- oder Überbietungswettbewerb darüber, wer wann was gefragt, beantragt, gesagt hat im Deutschen Bundestag und anderswo. Es geht um eine gemeinsame Verantwortung für ein hohes Gut. Unsere Verantwortung dafür, dass jüdisches Leben in Deutschland sicher, frei und selbstbestimmt stattfinden kann und dass vor allem Jüdinnen und Juden selbst darauf vertrauen. Was wird also dieser Verantwortung gerecht? Sicher nicht Reflexe, Aktionismus und Überbietungswettbewerbe. Uns Freien Demokraten fällt da manches ein. Folgendes gehört nicht dazu: Gamer unter Generalverdacht zu stellen, altbekannte, verdachtsunabhängige Überwachungsfantasien und Datensammelwut aus der Schublade zu ziehen oder auch einen Extremismus unter Verweis auf einen anderen zu relativieren, gar zu verharmlosen. Wer mörderische Anschläge verhindern will, der greift zu kurz und zu pauschal, wenn er die Gamer-Szene unter Verdacht stellt. Nicht das Killerspiel macht Menschen zu Mördern. Genauso wenig reicht es, über irgendeine psychische Disposition von Tätern zu sprechen. Wer das tut, kommt nicht zu dem Ziel der Verhinderung von Gewalttaten. Der Ort, den wir suchen müssen, ist der, wo Menschen mit menschenverachtender Ideologie aufgeladen werden. Und diese Orte, sie sind nicht geheim, denn Ideologen wollen Ideologie verbreiten. Und hier ist die Wurzel der Gewalt. An die Orte der Verbreitung menschenverachtender Ideologie muss der Rechtsstaat, die muss er viel intensiver ins Visier nehmen, egal ob das im Internet, in Kameradschaften, in Parteien und damit verbundenen Organisationen oder anderswo stattfindet. Der Rechtsstaat, der sollte die Orte der Hasspredigten mit dem notwendigen Aufwand verfolgen und aufsuchen, damit den Brandstiftern das Handwerk gelegt werden kann, liebe Kolleginnen. Und er muss dabei auch entschlossen zeigen, dass er sein Gewaltmonopol verteidigt, ob mit Vereinsverboten, im Waffen- und Sprengstoffrecht. Das sollten wir ebenso besonnen wie entschlossen im Innenausschuss beraten. Es wird dafür aber nicht reichen, zu plakatieren, wie es die Bundesregierung jetzt tut. Wir sind Rechtsstaat, es muss im Alltag spürbar sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es darf eben nicht von der Stärke einer Synagogentür abhängen in unserem Land, ob Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können. Der freiheitliche Rechtsstaat, er muss den notwendigen Polizeischutz geben. Und ja, wir brauchen da hohe gemeinsame Standards und Versäumnisse sind aufzuarbeiten. Das, so notwendig, so traurig und so unzureichend. Denn nicht nur aus praktischen Gründen wird es nicht reichen, auf Sicherheitstechnik und Polizei zu setzen. Denn was soll das zum Beispiel für Schulen und für Sportvereine bedeuten? Wir müssen die gesellschaftlichen Türen für Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut fest verschließen, damit es nicht auf die realen Türen ankommt wie in Halle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei kommt Antisemitismus in vielen Formen daher und in vielen Gewändern. Und er beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes politisches Lager oder ein gesellschaftliches Lager. Auffällig ist dabei, dass er regelmäßig Hand in Hand geht mit Verschwörungstheorien. Die sind auch dieser Tage reichlich zu finden, im Netz und auch anderswo zu hören. Sie begegnen uns übrigens auch in manchen außen- und wirtschaftspolitischen Debatten. Ein hilfloser Reflex auf die Komplexität moderner Gesellschaften und ihrer Herausforderungen. Die Wirklichkeit, die ist oft ziemlich banal. Das Böse übrigens auch, wie Hannah Arendt es so eindrucksvoll beschrieben hat. Welchen Sinn kann also für aufgeklärte Menschen die Beschäftigung mit diesen verschiedenen Erscheinungsformen von Antisemitismus eigentlich haben? Allein den, dieses menschenverachtende Gedankengut zu erkennen und ihm entschieden entgegenzutreten, wo immer es uns begegnet. Auch und gerade dort, wo es geschmeidig, gefällig, vermeintlich harmlos daherkommt. Und nicht etwa, um Relativierungen oder Abstufungen vorzunehmen. Denn klar ist, jegliche Erscheinungsform von Antisemitismus
ist vollkommen inakzeptabel. Und es wurde hier schon verschiedentlich angesprochen, auch Reden sind Taten und der Weg von Gedanken zur Tat ist oft nicht weit. Sprache ist wichtig und bezeichnend für die Debatten in einer Gesellschaft. Wenn wir also die Verantwortung, die gesellschaftlichen Türen für Antisemitismus und Rassismus zu verschließen, ernst nehmen, dann gilt auch, Bezeichnungen wie rechtsradikal, Nazi, rechtsextrem werden entwertet und es führt zur Abstumpfung, wenn sie leichtfertig verwendet werden, nur um unliebsame Meinungen zu diffamieren und sie werden so zur kleinen Münze. Diese Worte müssen beschämen und dafür dürfen sie nur selten verwendet werden. Lassen Sie uns vielmehr gemeinsam dafür sorgen, dass wirkliche Rechtsextremisten sich nicht ungestört fühlen können in unserem Land. Gegen andere Feinde der offenen Gesellschaft zu sein, macht einen selbst noch nicht zum glaubwürdigen Verteidiger der offenen Gesellschaft. Dazu gehört mehr und leider gibt es auch dazu in diesen Tagen viel Anschauungsmaterial. Zur Verteidigung der offenen Gesellschaft vertreten wir einen ganzheitlichen Einsatz. Wir setzen auf die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen im Alltag, wo immer ihm menschenverachtende Äußerungen und Verhalten begegnen, auf die Gesellschaft, wo wir Bildung und Begegnung zur Prävention brauchen und auf den freiheitlichen Rechtsstaat, der sein Gewaltmonopol wahren und durchsetzen muss. Lassen Sie uns gemeinsam unserer Pflicht nachkommen, dafür zu sorgen, dass unsere Trauer und unsere Ankündigungen nicht als bloße Rituale und Lippenbekenntnisse wahrgenommen werden. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Dr. Petra Sitte das Wort. Meine Damen und Herren, ich komme aus Halle und bis letzten Mittwoch habe ich wie so viele in Halle gedacht, ein Anschlag bei uns? Nee, das ist ausgeschlossen. Wir haben bei uns gerade Oberbürgermeisterwahlen und in diesen Tagen haben wir natürlich das, was viele andere auch tun, Wahlkampf gemacht. Und ich stand mit Freunden und Unterstützern am Uniklinikum, als die Katastrophen-App der Stadt plötzlich Gefahr signalisiert hat. Es sollte Verletzte gegeben haben, es sollte Tote gegeben haben. Wie Sie sich denken können, waren wir in dem Moment gelähmt. Wir waren völlig fassungslos. Aber später hat sich dann gezeigt, dass es tatsächlich zwei wehrlose Opfer getroffen hatte. Eine Frau, die in Halle von vielen gekannt wird, die eine leidenschaftliche Autogrammsammlerin war, und ein junger Mann, der einfach nur Mittagessen war. Und man fragt sich natürlich, wie konnte das passieren? Halle, meine Stadt. Wir haben eine lebendige internationale Stadtgeschichte. Wir haben eine Kulturszene, die international ist. Wir haben die Uni, die Hochschulen. Wir haben eine lebendige, weltoffene Stadtgesellschaft. Und wir haben ein breites Bündnis Halle gegen Rechts. Und trotzdem, es gibt auch in dieser Stadt dunkle, es gibt braune Seiten, die wir seit Jahren durchaus erfolgreich bekämpft haben. Wenn eben beispielsweise in Halle die identitäre Bewegung marschieren wollte, deren Haus im Übrigen unweit der Synagoge liegt, dann kam sie eben genau bis vor die Haustür und keinen Schritt weiter. Und genau in diesem Haus hatte der Landtagsabgeordnete Till Schneider von der AfD jahrelang sein Wahlkreisbüro. Im Nachbarkreis in Schnellroda liegt das rechtsextreme Institut für Staatspolitik vom Vordenker der AfD, Götz Kubitschek. Da werden die rassistischen, antisemitistischen Parolen der AfD bürgerlich ummantelt. Und die ganze Führungsriege der AfD geht dort ein und aus. Zuletzt Alice Weidel am 20. September. Dort wird vorgedacht und über das Netz verbreitet, was andere Rechtsextreme in die Tat umsetzen. Und wenn AfD-Brandner twittert, warum vor Moscheen und Synagogen herumgelungert wird, wenn doch die Opfer Deutsche waren, dann verhöhnen sie in einer unglaublichen Weise die Opfer. Ja.
Meine Damen und Herren, dieser Mann gehört nicht in den Bundestag. Dass in diesem Land wieder ein Klima von Angst und Ohnmacht herrscht, ist Ihrer Hetze und Ihrem Menschenhass zuzuschreiben. Wir Demokraten werden das nicht zulassen. Die Synagoge war nicht nur an diesem Tag schutzlos. Und das, obwohl der Innenminister und die zuständigen Behörden um die Gefahren gewusst haben müssen. Ich begreife auch bis heute nicht, wie der Innenminister des Landes die Ereignisse ohne den Hauch eines Selbstzweifels über eigenes Handeln bewerten kann. Und das macht mich wütend. Aber die Menschen sind mehr und je in Halle zusammengerückt. Und nicht nur in Halle, sondern an vielen anderen Orten sind sie solidarisch zusammengerückt. Das haben die Gedenken an den Tagen danach beeindruckend gezeigt. Und wir bieten auch weiter den Nazis unsere Stirn. Dass das Gedenken gegen Nazis in den Jahren zuvor immer wieder kriminalisiert, immer wieder diffamiert worden, ist ein empörendes Versagen deutscher Politik. Wir haben Vereine, wir haben Initiativen, die seit Jahren aufklären, die bilden, die Opfer beraten, kurzum, die das leisten, was staatliche Einrichtungen und Behörden nicht getan haben. Diese Vereine müssen endlich dauerhaft unterstützt werden. Und dazu gehört, dass die Bundesregierung endlich aufhört, Programme wie Demokratie Leben zu kürzen. Stocken Sie diese endlich verlässlich auf. Wissen Sie, das wusste ich, dass das kommt. Genau das ist das Problem in diesem Land. Und deshalb sage ich Ihnen, dass hier der Innenminister als erstes spricht und in den Medien fast nur Innenpolitiker gefragt werden, führt mich zu der Schlussfolgerung, hier noch mal ausdrücklich sagen zu müssen, es ist kein sicherheitspolitisches, es ist kein innenpolitisches Thema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Meine Damen und Herren, rechtsextreme Strategien, antisemitische Strategien und Strategen sind durchschaubar. Sie, ob getarnt als angebliche Demokraten oder offen rechtsextrem, Sie wollen uns Angst machen durch Gewalt und Worte. Sie wollen, dass wir uns zurückziehen. Sie wollen die Hoheit in unseren Köpfen und auf der Straße übernehmen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden sich täuschen. Wir sind wach, wir bleiben wach. Und wir werden das nicht zulassen. Die deutsche Geschichte hat gezeigt, was nach dem Schweigen kommt. Deshalb sage ich ausdrücklich Ihnen, nie wieder Faschismus. Das Wort hat Katrin Göring-Eckert für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eine Woche ist vergangen, Tage voller Entsetzen und Trauer. Unsere Gedanken sind auch heute bei den Opfern, bei den Verletzten, bei den Angehörigen, insbesondere bei denen von Jana und Kevin. Bei den Menschen, die in der Synagoge waren und um Haaresbreite einem furchtbaren Massaker entgangen sind, bei Izet und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in deren Imbiss ein Mensch erschossen worden ist, die vom Täter mitgemeint waren und von seinem rassistischen, antisemitischen Weltbild. Das Schlimme, eine Woche. Es könnten aber auch 4 Wochen sein oder 4 Jahre, es könnte morgen wieder passieren. Ja, wir haben in Deutschland eine reale Terrorgefahr, nicht nur durch Islamisten, sondern auch durch Rechtsextreme. Und der müssen wir begegnen, und zwar konsequent, und zwar nicht erst heute. Wachen Sie auf. Wachen Sie auf, meine Damen und Herren. Eine junge Jüdin aus den USA, die an Yom Kippur in der Synagoge in Halle war, sagte am Sonntag der ARD,
Schuldgefühle der Deutschen helfen uns nicht, uns helfen Taten. Und heute hat Richard Schneider in einem Beitrag von Zeit Online Folgendes gesagt: Ich will als Jude in meinem Alltag frei leben und atmen können. Es gab Zeiten, da hatte ich geglaubt, das sei möglich in Deutschland. Es war möglich. Heute ist es nicht mehr möglich. Er hat Deutschland seine Heimat verlassen. Und ich finde, es ist nicht ein Alarmsignal, es ist nicht ein Warnsignal, sondern es ist die Situation in unserem Land, der wir endlich, endlich mit Taten begegnen müssen, meine Damen und Herren. Und dazu gehört es, dass wir Wahrheit und Klarheit ins Auge blicken. Der NSU, der Mord an Walter Lübcke, 169 weitere Todesopfer rechtsextremer Gewalt, antisemitische Straftaten im letzten Jahr, 1600 etwa von rechter Seite. Das ist der Befund, den wir haben in unserem Land. Und deswegen, wir müssen endlich, endlich, Sie müssen endlich dem ins Auge blicken, was Realität ist, und eben nicht mehr wegschauen, nicht mehr bei den Sicherheitsbehörden, nicht mehr beim Kampf gegen Hass und Hetze, online und offline, bei der Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft. Drei große Bereiche, und Sie müssen sich heute sagen lassen, Sie haben zu lange weggeschaut, Sie haben zu lange nicht gehandelt oder nur halbherzig gehandelt. Und deswegen sage ich Ihnen, fangen Sie jetzt endlich an. Es ist der allerletzte Moment dafür. Und Herr Seehofer, Sie haben uns hier 6 Punkte vorgelegt. Ich will zu einigen auch Stellung nehmen. Aber das Schlimme und das wieder nur halbherzig drangehen, ist Ihre Aussage von diesem Einzeltäter. Nein, der Täter hasste nicht allein. Völkische Siedler, Reichsbürger, Combat 18, die rechtsextremistische Szene ist on- und offline extrem vernetzt. Wir müssen doch jetzt genau hinschauen, in welchen Netzwerken hat er sich verhalten, in welchen Netzwerken war der unterwegs. Frau von Storch, schreien Sie ruhig rum. Das, was Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Gauland heute hier geleistet hat, das ist, sich hinzustellen und angesichts der Opfer von Halle und der Angst in der Synagoge in Halle und der Angst, die in dieser Stadt ist und die in diesem ganzen Land ist, bei Jüdinnen und Juden. Er hat es fertiggebracht, ausgerechnet Sie von der AfD als Opfer darzustellen. Das ist wirklich die nächste Form der Schande in diesem Land, meine Damen und Herren, und in diesem Parlament. Wie kann es sein, meine Damen und Herren, dass wir immer noch einen Verfassungsschutz haben, der nicht genau weiß, wie viele Gewalttäter wir tatsächlich von rechter Seite haben, die gewaltbereit sind? 12.500 Rechtsextremisten gelten als gewaltbereit. Nur 43 sind als Gefährder eingestuft. Noch immer klappt die Zusammenarbeit nicht zwischen Bund und Ländern, zwischen Ländern und Ländern. Ja, das ist eine echte Gefahr. Und das gemeinsame Extremismus- und Terrorabwehrzentrum hat noch immer keine Rechtsgrundlage. Ich bin froh, dass Sie jetzt reden über das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, aber Sie müssen es dann auch konsequent machen. Ich bin froh, dass Sie jetzt darüber reden, dass sich beim Waffenrecht etwas ändern muss. Natürlich, der Täter hatte seit 2015 eine Waffe aus dem Darknet. Und ja, ein mutmaßlicher Helfer des Lübcke-Mordes ist ein verurteilter Rechtsextremist und legaler Waffenbesitzer. Aber Sie müssen sich doch auch klar darüber sein, stellen Sie sich hier nicht hin und machen Sie es wieder nur halbherzig. Wir werden heute darüber diskutieren, aber bitte, werden Sie endlich konsequent, auch beim Waffenrecht. Das sind wir der Situation und den Opfern schuldig, meine Damen und Herren. Wir können die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in unserem Land von anderen nicht einer Holztür überlassen. Und Lokalpolitikerinnen, Lokalpolitiker, Flüchtlingshelfer, Aussteigerprogramme, hier handeln Menschen. Wie sehe unsere Gesellschaft ohne Ihr Engagement aus? Und was erleben wir gleichzeitig? Solche Programme, Frau Sitte hat darauf hingewiesen, wie Demokratie leben, sind immer wieder in Gefahr. Wir haben immer noch keine Anlaufstellen für Betroffene. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Ernst der Lage ist immer noch nicht erkannt. Heute hat Frau Giffey wieder angekündigt, ein Demokratieförderungsgesetz zu machen. Wissen Sie, wann Sie das erste Mal angekündigt haben, seitens der Bundesregierung? Nach dem Breitscheidplatz. Wie viele Jahre sind vergangen? Wir haben es immer noch nicht. Mein Appell noch einmal, handeln Sie jetzt wirklich konsequent und beherzt. Wir brauchen das für unsere Gesellschaft und den Zusammenhalt und die Sicherheit. Und ja, es liegt ein ganzer Kilometer nur zwischen den Tatorten und dem Zentrum der rechtsextremen identitären Bewegung. Die Täter von Halle, die Identitären, die sehen sich in einem Rassenkrieg
Und Herr Kubitschek tut das, Ihr geistiger Vater. Und Sie tun das hier im Parlament. Sie wollen... Tut mir leid. Ich habe gesagt, Ihr geistiger Vater. Und wie viele von Ihnen sind in Schelroda gewesen? Frau Sitte hat darauf hingewiesen. Und wie viele von Ihnen glauben, dass man, wie viele von Ihnen glauben mit Herrn Höcke gemeinsam, dass man Teile des Volkskörpers abspalten muss? Wie viele von Ihnen glauben eigentlich, dass Sie unterwegs sind und versuchen, dieses Land und seine Demokratie, das demokratische System abzuschaffen? Das ist das, was Sie wollen. Das ist das, wogegen wir aufstehen, weil wir an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land stehen, weil wir an der Seite derjenigen stehen, die Opfer von Rassismus sind und die sich bedroht fühlen, und weil wir dieses demokratische Land, diesen Rechtsstaat schützen werden mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, das werden wir tun. Und wir werden klar machen, dass Sie keine Chance haben, dieses Land zu zerstören, meine Damen und Herren, von der AfD. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Halle haben wir letzte Woche gesehen, was für eine tödliche Gefahr vom rechtsextremistischen Antisemitismus bei uns in Deutschland ausgeht. Und es hätte dieses hallensischen Fanals nicht bedurft, um zu erkennen, dass wir ein hohes Maß an Antisemitismus hier bei uns im Land haben und dass wir alle Notwendigkeit haben, dort mit aller Kraft, aller Entschlossenheit und auch aller Härte des Rechtsstaates dagegen zu arbeiten. Und ich will an dieser Stelle und in dieser Debatte auch daran erinnern, dass wir im Deutschen Bundestag am 16. Januar 2018 ein großes Zeichen, eine starke Willensbekundung über Fraktionsgrenzen hinweg hier gesetzt haben. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die gemeinsam nicht nur eine Willensbekundung abgegeben haben, sondern auch einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Antisemitismus und auch zur Antisemitismusprävention. Das darf man nicht vergessen, wenn man an dieser Stelle über dieses Thema spricht, meine Damen und Herren. Und wir haben dort ein Versprechen abgegeben, das ich gerne für unsere Fraktion an diesem Tag bekräftigen möchte. Wir haben das Versprechen abgegeben, dass wir stolz und froh darauf sind, dass jüdisches Leben in Deutschland nach den Folgen des Holocausts wieder möglich ist. Und wir haben das Versprechen abgegeben, dass wir die Menschen schützen und dass wir alles dafür tun, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher und frei in unserem Land leben können. Und lieber Herr Lampe, Ihnen muss ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen, wissen Sie, Sie und Ihre Fraktion und Ihre Partei sind diejenigen, die an einer erinnerungspolitischen Kurskorrektur arbeiten. Mit dem, was Sie sagen, betreiben Sie Geschichtsrevisionismus. Sie verschieben rote Linien. Sie verschieben rote Linien. Und Sie sorgen dafür, dass Dinge denk- und sagbar sind, die es bisher nicht waren. Auch das befördert Antisemitismus bei uns im Land. Und es muss in aller Deutlichkeit formuliert werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, an dieser Stelle muss alles darauf gerichtet sein, was können wir tun, um solche Massaker, solche versuchten Massakerattacken in Zukunft zu verhindern. Und ich finde es absolut unfair, an dieser Stelle so zu tun, als wären die Fraktionen, die diese Bundesregierung stellen und diese Bundesregierung auf dem rechten Auge blind. Ich finde das nicht akzeptabel und, lieber Herr Klingbeil, ich finde es auch gegenüber den Innenpolitikern Ihrer Fraktion nicht akzeptabel. Wenn ich mir anschaue, was nach den NSU-Ausschüssen passiert ist, 47 Empfehlungen, größtenteils umgesetzt. Wir haben Gesetze verschärft und verändert. Wir haben zusätzliche Personalstellen geschaffen. Das hat diese Bundesregierung gemacht und die sie tragenden Parteien. Deshalb kann man an der Stelle nicht davon sprechen, dass hier irgendjemand auf dem rechten Auge blind wäre, der in diesem Haus Verantwortung trägt. Kollege Frey. Ich habe die Redezeit angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ja, gerne.
Vielen Dank, Herr Kollege Frey, dass Sie die Frage zulassen. Ich will Ihnen von einem Erlebnis berichten, das ist schon 20 Jahre alt. Auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns bin ich mit einem amerikanischen Unternehmer unterwegs gewesen, der wollte investieren. Der hatte Millionen dabei. Und uns kamen zwei Jugendliche entgegen in Nazi-T-Shirts. Da hat er gesagt, in so ein Land kann ich nicht investieren. Dieselben Jugendlichen wären in Baden-Württemberg von der Straße heruntergepflückt worden. Also das Problem ist durchaus schon alt. Sehen Sie keine Versäumnisse der Innenministerien oder des Innenministers, dass in dieser Frage nie aufgeräumt worden ist? Lieber Herr Kollege, es ist überhaupt keine Frage, dass wir in vielen Fällen besser werden können. Und an dem Punkt müssen wir auch weiterarbeiten. Und genau so habe ich die Rede des Bundesinnenministers hier am Pult auch verstanden, dass er ganz konkrete Vorschläge gemacht hat, auch quantifiziert hat und nicht erst heute, sondern auch schon in den Wochen und Monaten zuvor, dass wir zusätzliche Kapazitäten, zusätzliches Personal, zusätzliche Mittel, aber vor allen Dingen auch zusätzliche gesetzliche Möglichkeiten brauchen, um diesem Phänomen Herr zu werden. Ganz genau, das ist ein wesentlicher Punkt. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch sagen, ich war einigermaßen irritiert ob der Rede von der Frau Göring-Eckardt. Denn sie hat hier so getan, als würden wir irgendetwas nicht tun, obwohl wir die Möglichkeiten dazu hätten. Ich glaube, Sie haben sogar von Wacht auf oder so etwas geredet. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, weil es ist doch vollkommen klar, dass allein mehr Personal im Bereich des Bundesinnenministeriums nicht ausreichen wird. Wir brauchen auch die rechtlichen Instrumentarien dafür, damit man das richtig einsetzen kann. Und die Bundesjustizministerin, die hat genau diese Punkte erwähnt, die wir brauchen, damit das Personal auch wirksam eingesetzt werden kann. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle auch über Fragen diskutieren. Wie schaffen wir es, dass es eine schleichende Entwertung der Möglichkeiten des Verfassungsschutzes gibt im Zeitalter der Digitalisierung? Wir brauchen die Online-Durchsuchung, die Quellentelekommunikationsüberwachung und vieles andere mehr. Man kann nicht auf der einen Seite kritisieren, dass der Verfassungsschutz irgendwas nicht auf dem Schirm hat und ihn andererseits blind und taub machen. Das ist der Denkfehler, den die Grünen haben, die ursprünglich ja sogar vorhatten, den Verfassungsschutz zu zerschießen. So geht's nicht. Das ist eine Unglaubwürdigkeit nicht zu überbieten. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Beatrix von Storch für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Angriff auf die Synagoge in Halle und der folgende Doppelmord war ein Akt des Terrors. Die jüdische Gemeinde in Halle hat sich ausdrücklich gegen die politische Instrumentalisierung dieses Verbrechens gewandt. Wer wie Sie alle jetzt trotzdem mit dem Finger auf die AfD zeigt, muss wissen, dass dann gleich drei Finger auf ihn zurückzeigen. Gewaltbereite Neonazi-Gruppen gibt es in der Bundesrepublik nicht seit gestern. Es gibt sie seit Jahrzehnten. Dass sich diese Gruppierungen in Deutschland neben Islamisten, Linksextremisten und kriminellen Clans einnisten konnten, zeigt das Totalversagen der etablierten Parteien in der Innen- und Sicherheitspolitik. Terroranschläge gegen Juden im Nachkriegsdeutschland haben eine lange und traurige Geschichte. 1969, am Jahrestag der Novemberpogrome, legte eine linksextreme Gruppe eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus in West-Berlin. 1970 ermordeten arabische Terroristen bei den Olympischen Spielen in München 11 israelische Sportler. Und 1976 entführten Mitglieder der linksextremen revolutionären Zellen eine Passagiermaschine nach Entebbe. Dort trennten sie Juden von den Nichtjuden und behielten nur die Juden als Geiseln, um sie gegebenenfalls zu ermorden. Ich empfehle Ihnen das Buch des Historikers Jeffrey Herf, Unerklärte Kriege gegen Israel, die DDR und die westdeutsche Linke. Daraus zitiere ich mit Erlaubnis der Präsidentin einen Satz. Diese Linksextremisten waren die ersten Deutschen seit dem Holocaust, die wehrlose Juden mit der Waffe bedrohten. Zitat Ende. Linksextremisten und Rechtsextremisten sind siamesische Zwillinge. Und es gibt zwischen ihnen
eine ganz große Klammer. Das ist Ihr gemeinsamer Hass auf Israel und Ihr Antisemitismus. Dieser Antisemitismus ist kein Randphänomen gewalter Extremisten. Er kommt aus der Mitte des linksliberalen Milieus, aus linksliberalen Leitmedien und aus dem linken Kulturbetrieb. Die vergiften das gesellschaftliche Klima. Das ist der Boden, auf dem der Terror wächst. Im Spiegel schwadroniert Jakob Augstein über die jüdische Lobby, ohne die keiner US-Präsident werde, und dass Israel die ganze Welt am Gängelband führt. Die Süddeutsche Zeitung verbreitet antisemitische Karikaturen im Stile des Stürmers, die in jede NPD-Postille passen. Und in der Süddeutschen hat der SPD-Mann Günter Grass, ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, Israel zum größten Feind des Weltfriedens erklärt. Anders als im Fall Thilo Sarrazin gab es dafür kein Parteiausschlussverfahren. Ich stelle fest, Islamkritik ist für die SPD ein Tabu. Antisemitismus ist es nicht. Natürlich nicht. Für Sigmar Gabriel war Israel ein Apartheidsstaat. Martin Schulz hat vor der Knesset die Lüge wiederholt, dass die Israelis die Palästinenser verdursten lassen. Bundespräsident Steinmeier gratuliert dem Iran zur islamischen Revolution. Und islamische Revolution heißt Vernichtung Israels. Das linksliberale Establishment diffamiert den jüdischen Staat, befeuert den Antisemitismus und verharmlost den Islamismus. Der primitive, gewaltbereite Antisemitismus von Rechts- und Linksextremisten ist das hässliche Spiegelbild der linksliberalen Israelfeindschaft und der linksliberalen Antisemitismus. Sie zeigen mit dem Finger auf die AfD, drei Finger zeigen auf Sie zurück. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Lars Klingbeil für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als am Mittwoch die ersten Nachrichten mich erreichten aus Halle, Schüsse in einer jüdischen Synagoge, war am Anfang die Hoffnung, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Die Hoffnung, dass es sich nicht um einen Vorfall handelte, der jüdisches Leben in Deutschland bedroht. Die Hoffnung, dass es keine Tat war, die politisch oder religiös motiviert war. Diese Hoffnung hat sich leider im Laufe des Nachmittags zerschlagen und wir alle mussten erleben, dass sich aufklärte, dass ein Nazi, ein Rechtsextremer mitten in Deutschland, mitten im Jahr 2019 sich aufmachte, jüdisches Leben in Deutschland auszulöschen. Dass in einer Synagoge Todesangst entstand bei Menschen, die friedlich ihrem Glauben nachgehen wollten. Und ich sage Ihnen, es ist richtig, dass wir uns über diese Tat empören, dass wir hier gemeinsam feststellen, dass das nicht passieren darf. Aber wichtiger ist, dass wir deutlich machen, auch als politische Verantwortliche, jüdisches Leben in Deutschland muss geschützt werden. Und die Verantwortung dafür, die müssen wir als politisch Verantwortliche auch tragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau von Storch, und ich habe mich schon gerade gefragt, auch Herr Gauland, wie muss sich eigentlich jemand fühlen, der diese Todesangst in der jüdischen Synagoge erlebt hat, der sie erleben musste, der von einer Tür geschützt wurde und der jetzt heute erlebt, wie Sie diesen feigen Anschlag hier versuchen, politisch zu instrumentalisieren. Ich frage mich wirklich, wie man diese Dreistigkeit haben kann. Wir im Parlament, wir haben häufig unterschiedliche Meinungen, wir haben häufig Differenzen. Wir streiten über diesen Weg, aber ich habe in den letzten Jahren großartige Kollegen in der Union, bei den Linken, in der FDP, bei den Grünen, natürlich in meiner Fraktion kennenlernen dürfen. Und was uns eint, ist doch, dass wir gemeinsam die Demokratie stärken wollen, dass wir den Zusammenhalt stärken wollen. Aber Sie tun das nicht. Sie spalten und Sie hetzen und Sie machen Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und das ist unanständig und das muss Ihnen auch in dieser Deutlichkeit gesagt werden. Wir müssen darüber reden, welche politischen Konsequenzen folgen aus Halle. Und wichtig ist, dass wir uns erst einmal bewusst machen, es gibt das Problem des Rechtsterrorismus hier in Deutschland. Es ist zu lange von zu vielen gesagt worden, dass es diese Probleme nicht gibt. NSU, Nordkreuz, Terrorlisten, der Mord an Walter Lübcke, das waren alles Anzeichen dafür. Und es ist richtig,
dass der Rechtsterrorismus jetzt auf der politischen Tagesordnung ganz oben steht. Herr Seehofer, ich will das sagen, ich bin Ihnen dankbar für die Worte, die Sie heute hier im Parlament gefunden haben. Ich bin Christine Lambrecht dankbar dafür, dass sie erklärt hat, der Kampf gegen Hass und Hetze im Netz, der muss jetzt verstärkt werden. Das ist mit ausgewogenen Vorschlägen, wo wir natürlich die Plattformen in die Verantwortung nehmen. Ich bin Franziska Giffey dankbar dafür, dass sie sagt, wir müssen diejenigen stärken, die sich seit Jahren in diesem Land engagieren gegen Hass und Hetze, die sich in vielen lokalen Initiativen als Künstlerin, als Künstler, als zivilgesellschaftliche Gruppen engagieren, die müssen wir stärken. Und es ist an der Zeit, dass wir ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen hier im Parlament, wo wir all den Menschen den Rücken stärken, die schon seit Jahren diese wertvolle Arbeit leisten. Und ich sage aber auch, wenn wir über Hass und Hetze und Rechtsextremismus und Spaltung reden hier im Deutschen Bundestag, dann kommen wir nicht dran vorbei, auch über die AfD hier im Parlament zu reden. Sie sind die Partei, die am lautesten nach Anstand schreit und am wenigsten Anstand in solchen politischen Debatten hat, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sind die Partei, die versucht, aus einem solch furchtbaren Anschlag in Halle politisches Profit zu schlagen. Sie sind die Partei, die versucht, eine Spaltung in Deutschland weiter voranzutreiben. Ja, hören Sie sich diese Wahrheit an, das müssen Sie hier im Parlament aushalten. Andere Parteien, andere Fraktionen im Parlament versuchen, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, und Sie versuchen, weiter zu spalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, egal ob es die Nazis auf der Straße, die Nazis im Netz oder die Brandstifter im Parlament sind, ich bin fest davon überzeugt, die Mehrheit der Menschen in Deutschland kämpft für eine Demokratie, ist leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht, unser Land und den Zusammenhalt zu stärken. Und das sollten wir auch in diesen schwierigen Phasen mit Optimismus tun, uns nicht von der schlechten Laune der Nazis anstecken lassen oder, wie es die Hamburger Band Ketka gesagt hat, von den verbitterten Idioten nicht verbittern lassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Christoph Bernstiel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor einer Woche, sogar ziemlich genau zu dieser Uhrzeit, machte sich ein Wahnsinniger auf nach Halle. Sein Ziel war, so viele Juden wie möglich zu töten. Selbst ein einziger getöteter Jude wäre für ihn ein Erfolg gewesen. Er traf eine Christin und einen HFC-Fan. Jana und Kevin, das waren ihre Namen. Seine Mordlust war nicht gestillt. Er setzte seine Fahrt fort. Im benachbarten Wiedersdorf verletzte er ein Ehepaar mit Schüssen schwer. Es grenzt an ein Wunder, dass diese Menschen nicht auch getötet wurden. Durch einen selbstverursachten Verkehrsunfall wurde er schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen. Er hinterließ eine traumatisierte Gemeinde, eine traumatisierte Stadt und vielleicht sogar eine traumatisierte Nation. Ich selbst werde nie vergessen, wie es sich angefühlt hat, als mich gegen 12.40 Uhr eine SMS mit folgendem Inhalt erreichte. Amok-Alarm im Paulusviertel, bisher eine getötete Person, Täter flüchtig. Zu diesem Zeitpunkt hatte meine Familie gerade das Haus verlassen und befand sich keine 500 Meter vom Tatort entfernt. Im Laufe des Tages erreichten mich immer dramatischere Meldungen, von denen sich viele, Gott sei Dank, als falsch erwiesen. Auch zahlreiche Medienanfragen erreichten mich. Und ich muss mit Bestürzen feststellen, dass einige Medien bereits über die Ursachen und Hintergründe spekuliert haben, während ca. 700 mutige Polizisten noch damit beschäftigt waren, unsere Stadt vor weiteren Anschlägen zu schützen. An dieser Stelle möchte ich allen Einsatzkräften, die in Halle unterwegs waren, sehr besonnen und mutig agiert haben, meinen tief empfundenen Dank ausdrücken. Wilde Spekulationen machten die Runde. Halle sei eine rechtsextreme Hochburg. Die Hooligan-Szene trage eine Mitverantwortung. Und die Behörden haben in Halle viel zu lange weggeschaut, hieß es. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen als Herr Lenzer, das ist Unsinn. Halle ist keine rechtsextreme Hochburg. Halle ist tolerant, weltoffen, lebendig, tapfer und mitfühlend. Und trotzdem kämpft auch diese Stadt mit dem Krebsgeschwür unserer Gesellschaft. Rechtsextremismus und Hass sind keine typischen Phänomene des Ostens. Und die traurige Wahrheit ist, dass das, was in Halle geschehen ist,
hätte überall in Deutschland geschehen können. Hass und Gewalt sind mit Vollgas auf dem Vormarsch auf die Mitte unserer Gesellschaft. Und die Strategie ist die gleiche wie seit 100 Jahren. Erst vergiftet man mit Worten die Köpfe und die Seelen der Bevölkerung, dann folgen Taten. Unser gemeinsames Ziel muss es daher sein, den Nährboden auszutrocknen, auf dem Hass gedeiht. Und genau deshalb müssen wir konsequenter gegen Hetze, Verleumdung und Mobbing vorgehen. Doch wer glaubt, dass Intoleranz und Gewalt dafür die richtigen Instrumente sind, der ist ein Narr. Nur wer Liebe und Mitgefühl in seinem Herzen trägt, der kann erkennen, wann Grenzen überschritten werden und wann es Zeit ist, zu handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurden genug Grenzen überschritten. Und es ist nun an uns allen, zu zeigen, wie ernst wir es meinen, wenn wir sagen, nie wieder. Das Wort hat der Kollege Dr. Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Opfer vom Anschlag in Halle. An jenem Tag fuhr ich mit der Straßenbahn zu meinem Bürgerbüro, das von Paulusviertel nur 5 Minuten entfernt liegt. Meine Tochter rief mich später an und fragte: Wo bist du, Papa? Du musst sofort nach Hause gehen. Es gibt Schießereien. Ich hörte die Angst aus ihrer Stimme. Überall waren Polizeisirenen zu hören. Ich war schockiert. Mein Team und ich haben uns im Büro eingeschlossen. Stunden später erfuhr ich, was passiert war. Ein vom Hass und durch eine unmenschliche Ideologie getriebener Mensch wollte am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur Menschen töten. Was ihm davon abhielt, war die fest verschlossene Tür der Synagoge. In seinem Wahn ermordete der Täter dann 2 völlig Unbeteiligte. Vor der Synagoge eine Hallenserin und in einem Dönerimbiss einen gerade 20 Jahre alten Merseburger, der als Maler auf einer Baustelle in der Nähe arbeitete. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen aktiv werden. Wir brauchen eine Stärkung der politischen Bildung und Medienbildung in Schulen und Jugendeinrichtungen. Wir brauchen eine bessere Präventionsarbeit und wir brauchen endlich ein Demokratiefördergesetz, das unsere Ministerin Franziska Giffey seit längerem fordert. Ich habe mich immer gefragt, warum werden Organisationen nur von Jahr zu Jahr gefördert, wenn sie eine Daueraufgabe wie die Stärkung der Demokratie übernehmen. Wir brauchen eine dauerhafte Forderung, und zwar jetzt. Wie Sie wissen, soll es Kürzungen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geben. Für mich steht fest, wir brauchen hier keine Kürzungen, sondern mehr Investitionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit vergangenen Mittwoch ist Halle ruhiger, stiller geworden. Ich spüre ein starkes Bedürfnis nach Zusammenhalt und Zusammenstehen. Beim Gedenkgottesdienst, bei der Lichterkette, bei Mahnwachen. Meine Damen und Herren, jüdisches Leben ist in Halle mit einer aktiven Zivil- und Stadtgesellschaft eng verbunden. Daran kann ein Terroranschlag nichts ändern.
Wir werden gemeinsam weiterhin mit der jüdischen Gemeinde an Marsch des Lebens teilnehmen und organisieren, an Jerusalemer Platz gemeinsam der Pogromverbrechen von 1938 gedenken. Wir werden weiter jedes Jahr die Stolpersteine in unseren Straßen pflegen und wir werden in den kommenden Wochen die jüdischen Kulturtage in Halle feiern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Wochenende werde ich wieder die Straßenbahn in Halle nehmen. Der Anschlag hat etwas geändert, doch eins bleibt bestehen. Die Gesellschaft lässt sich nicht spalten. Die Hallenserinnen und Hallenser lassen sich nicht spalten. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden zusammenhalten. Halle bleibt weltoffen. Das Wort hat die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Tat wie in Halle macht uns alle betroffen, fassungslos und wütend. Menschen wurden ermordet auf der Straße, beim Essen holen. Menschen sollten ermordet werden, weil sie Juden waren. Der Anschlag, und das ist heute von zahlreichen Rednern gesagt worden, ist ein Anschlag auf uns alle. Und nach der Fassungslosigkeit folgt die politische Debatte über die richtigen Schlussfolgerungen. Es sind drei Fragen, die uns umtreiben und auf die wir gemeinsam Antworten finden müssen. Und das wird auch nicht in wenigen Tagen gehen. Die Frage, was ist der Nährboden für extremistisches Gedankengut? Was befördert es und wie gehen wir damit um? Und ich maße mir nicht an, in wenigen Minuten meiner Rede sagen zu können, was der Nährboden für extremistisches Gedankengut ist. Aber Fakt ist, dass es politische Kräfte in diesem Land gibt, die auf komplexe politische Themen ganz einfache Antworten geben, die sich Sündenböcke suchen, Moslems, Zugewanderte, Juden, die Altparteien, das Staatsfernsehen. Befördert wird diese Entwicklung durch eine zunehmende Verrohung der Sprache, fehlenden Respekt im Umgang miteinander und auch schnelle und leicht zugängliche Verbreitungswege, gerade im Netz. Und schnell ist man in einer Community, einer Filterblase, wo alles, was nicht der eigenen Meinung entspricht, kaputt gemacht wird, wo Halbwahrheiten und aus dem Zusammenhang gerissene Sachverhalte für Empörung und Traffic sorgen. Und es gibt zahlreiche Kräfte innerhalb des Landes und teilweise auch außerhalb des Landes, die dabei mitmischen. Wie gehen wir damit um? Mein Eindruck ist, dass vieles, was wir in den letzten Tagen diskutiert haben, nicht tief genug geht. Und ich bin mir sicher, dass viele Diskussionen zu kurz springen und wir ganz viele Stellvertreterdebatten hatten in den letzten Tagen. Bei allem, was Herr Minister Sie richtig gesagt haben, die Frage, ob man die Gamer-Community stärker beobachten müsse, ist abstrus. In Deutschland spielen 34 Millionen Menschen Games und ja, der Extremist von Halle hat sich den Kommunikationskanälen von Gamern bedient, aber deshalb kann man nicht eine ganze Community unter Generalverdacht stellen. Die Debatte um das Tragen von Waffen ist eine Stellvertreterdebatte, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Und bei allem Respekt, auch die Diskussion über das Demokratiefördergesetz ist viel zu kurz gesprungen. Was wir wirklich brauchen, sind bessere Einblicke in rechte Netzwerke, auch international, eine politische Bildung, die nämlich elementare Voraussetzung ist, um die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verstehen und zu leben. Politische Bildung und eine gute demokratische Debattenkultur müssen schon in der Schule eingeübt werden. Wir brauchen auch gezielte Programme gegen Extremismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamismus. Und wir haben diese Programme
verdoppelt, fast verdreifacht. Von 2015 bis 2019 sind die Mittel, die wir für Demokratie leben, einsetzen, von etwa 40 Millionen auf über 100 Millionen angestiegen. Da kann uns wirklich keiner vorwerfen, wir würden bei Demokratie leben sparen und wir würden die Mittel zurückfahren. Wir haben sie mehr als verdoppelt, fast verdreifacht in den letzten Jahren. Und es ist richtig, dass wir auch den leichten Rückgang von 8 Millionen im Vergleich zum letzten Jahr noch mal korrigieren. Und ich habe mich auch gewundert, dass im Ansatz des Bundesfamilienministeriums nicht der gleiche Ansatz steht wie beim letzten Mal. Wir werden die Mittel wieder auf das Vorjahresniveau anheben. Das ist vereinbart und dazu stehen wir. Aber eine Debatte über ein Demokratiefördergesetz. Wer glaubt denn wirklich, dass wir Demokratie dadurch fördern, dass diese Projekte künftig keine Anträge mehr stellen müssen? Wir brauchen gute Projekte, wir brauchen auch gute Aussteigerprojekte. Und darum geht es, darum müssen wir, dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Eine Debatte über ein Demokratiefördergesetz ist eine reine Stellvertreterdebatte. Zum Schluss, wir brauchen Plattformen, auf denen sich der politische Diskurs in demokratischer Art und Weise abspielt. Und natürlich müssen diese Plattformen auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Hetze, Hass, Extremismus vergiftet die politische Debatte. Und deshalb muss es für Nutzer einfache Wege geben, extremistische Inhalte zu melden. Plattformen müssen schnell reagieren und der Staat muss die Täter zur Verantwortung ziehen. Mit dem NetzDG sind wir da einen ganz wichtigen Schritt gegangen. Dieses müssen wir evaluieren und verbessern. Verfolgen statt nur löschen ist die richtige Devise. Was wir brauchen, ist gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine gute demokratische Debatte und konsequentes Vorgehen gegen die Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Extremismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Ich schließe die Aussprache der vereinbarten Debatte zum Thema Bekämpfung des Antisemitismus nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, gebe ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke zur der Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat in Brüssel bekannt. Abgegebene Stimmen 627, mit Ja haben 123 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 504 Abgeordnete, es gab keine Enthaltungen. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Beratung.